Hallo zusammen. Und weiter geht es. Wir machen jetzt diese ganze fette Questreihe hier im Süden. Wobei, wir geben uns das mit der Raptorfalle kurz ab. Boah, Level 100 haut drauf von Ratchet. Oh je. Von Level 100 sind wir noch weit entfernt. Wir sind überhaupt noch von allem weit entfernt. Wir möchten ja alle Questgebiete machen. Oh Gott, wir haben gerade mal Dorota. Ja, und das war's schon. Wir sind schon Level 19 und wir haben noch so gut wie keine Questgebiete erlebt. Seht ihr mal. Das ist ein Witz. Jetzt mal ehrlich. Wie soll man das hinkriegen? Die Story noch zu erleben, wenn man dermaßen brutal schnell erlebt. Und ich empfinde es jetzt nicht als unangenehm. Das Level, das macht einen heiligen Spaß. Ja. Wir erleben die WoW-Abenteuer. Gibt auch nichts Blöderes, als wenn man dann später Kräuter sieht, die kann man nicht pflücken, weil man es halt versäumt hat, ja, mal in den unteren Gebieten die Blumen mitzunehmen. Na, voll doof. Okay, mein Freund. Kalamar, erzähl mal. Wo sind die kleinen Raptoren? Kuba, ihr habt drei Raptoren gefangen, den ich gesucht habe. Jetzt dressieren wir sie so, dass Trolle auf ihnen weiden können, um die Allianz zu vernichten. Ja, guck mal, hat sich doch gelohnt. Wir haben die Raptorenrüstung bekommen. Wir werden kleinere Trolle brauchen. Kleinere Trolle werden wir brauchen. Ist ja geil. Okay, Leute. Hat sich schon wieder gelohnt, das nette kleine Quest zu machen. Auf jeden Fall, wir waren im Enrage Fire, im Flammenschlund. Und guckst dir an. Wir hätten eine viel bessere Brust jetzt schon haben können. Müssen wir halt die nennen. Pah. Ich meine, ich habe ja nichts gegen gute Items. Hab noch nie was dagegen gehabt. Ich habe nur was gegen den Erfahrungsboost. Ne? Also ich würde locker alle Items nehmen ohne den Erfahrungsboost. Ich würde die Erststücke sofort alle anziehen. Guck, aber die haben ja alle einen Erfahrungsboost. Das ist ja das Blöde dran. Spezialisierung. Hallo, was ist denn los? Wo geht's hier überhaupt weiter? Hä? Wo bin ich? Hilfe, wo bin ich, Leute? Helft mir. Hier unten müssen wir lang. Okay. Ey, es kommt mir hier nicht durch. Ich werde verrückt. So, okay. Jetzt noch mal gucken. Na, obwohl, den können wir eigentlich anziehen. Da gibt keine. Aber das hier erhöht die Erfahrung. Der. Oh. Nur um 5%.
Ja, ne, der Umhang ist mir, glaube ich, nur zu hart. 5%, gut 5% Erhöhung. Sind jetzt eigentlich nicht so viel. Na gut, sehen wir den auch an den Umhang. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer. Ich muss lernen. Okay, Matrose. Alles klar. Aha. Leutnant Feier. Erwischt du ja. Das ist so weit entfernt. Sehr gut. Küstenschiff aus Südmeer Freibeute, alles klar. Haha, der alte Gasloch hat seine Schätze also noch nicht abgeschrieben, oder? Nun, es sieht so aus, als ob mir das alte, goldgierige Langobers zum Verhandeln gegeben hat. Ich werde sicher am Galgen landen, Kamerad. Jetzt nützt mir der Schatz nur noch herzlich wenig. Es sei denn, ich kann mir damit mein Leben erkaufen. Ich schlage euch ein Geschäft vor euch. Befreit mich von diesen Handschellen, denn ich sage euch, wo der Schatz verbuddelt ist. Und auf mein Wort ist Verlass. Ich war mal ein richtiger Baron, müsst ihr wissen. Braucht ihr etwas? Der Baron hebt seine Handfessel. Nun. Ja. Ehemaliger Baron. Der Baron reibt sich seine wunden Handgelenke und bricht ein bösartiges Grinsen aus. Oh, ich werde mich noch nicht dünner machen. Ich befreue meine Kameraden und haue und steche mir meinen Weg hier raus, sobald mir danach ist. Was euch angeht, versprochen ist versprochen. Reden wir über diesen Schatz. Also, es ist so, Kamerad. Um meine Schatzkarte zu beschützen, habe ich sie auf die Kopfhaut meines ersten Steuermanns tätowiert. Natürlich ist er bereits genauso tot wie der Großteil vom Rest meiner Mannschaft. Die Mitglieder der Allianz wissen nicht einmal, was sie da in den Händen halten. Sein abgeschlagener Kopf hängt in einem Baum am Eingang zu diesem Lager. Schnappt euch den Kopf und bringt ihn zu Gasler und Ratchet. Alles klar. Was kann ich für... Captain Küstenschipper. Brutal. Ne, jetzt machen wir auf den Rückweg. Oh, schon Wollstoff. Ja, es geht schon ins Eingemachte. Es gibt schon den Wollstoff, Leute. Okay, wo ist der andere? Auf seinem Schiff, schätze ich, oder? Das ist zu weit entfernt. Wie kommen wir da hoch? Gar nicht, oder was? Irgendeiner Seite kommt ein Wache.
Ah, auf der hier. Hm. Ich auch Prügel Island, das war, ist das so nah? Das kam mir bloß so weit weg vor. Hey, wo ist er? Ich mag so Schiffe. Echt, so Spieldesign ist schon geil, oder? Muss ich hier irgendwas machen? Dünnsten Teil des Rumpfes. War das hier? Was war denn der dünnste? Ach, das Rumpf. Der Rumpf ist doch wohl unten, oder? Ich glaube hier. Ach, toll. Hier. Oh ja. Minenarbeit. Ausgezeichnet. Ich wünschte, ich hätte den Ausdruck. Auf dem Gesicht des Konteradmirals gesehen, als sein Flaggschiff gebrannt hat, wie eine Kerze. Was? Das Teil schon drüber? Hartley muss die Munition an Land gebracht haben, für den Fall, dass sein Schiff vermint werden würde. Ich habe Hartley unterschätzt, aber zum letzten Mal. Hartley muss all seine Sprengmittel am Strand entladen haben. Ziehen wir ihm diesen Zahnblut. Geht den Strand hoch, entlang und sucht nach seinen Sprengstoffvorräten. Zündet sie an und er sitzt ohne Bewaffnung an Land fest. Während die Kriegsmächtige repariert wird. Ich treffe euch wieder hier in Ratchet. Klar, machen wir. Selbstverständlich. Frag mich, was sind jetzt diese Munitionslager? Ich habe gar keins gesehen. Ah, da hinten zum Beispiel. Gut, die Nette haben wir überwältigt, bevor sie überhaupt irgendwas machen konnte. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir machen den Rest hier auf dem Rückweg. Ja, vor allem jammert der ein bisschen arg. Kann ich hier nicht tun? Nein. Na komm. Alles, was man sieht, muss man gleich mitnehmen. Sehr gut. Okay, dann müssen wir auf Prügel Island gehen praktisch. Kann das sein, dass ich das hier verwechselt habe? Die Burg da oben. Da oben, da hinten ist die Burg und von der Burg rede ich die ganze Zeit. Da kommen wir vielleicht später noch hin. Und früher musste man auch zum Prügel Island schwimmen alles. Und zwar lange schwimmen. Nicht so ein bisschen. Wie jetzt, da musste man lange hinschwimmen. So. Ich muss lernen. Kann ich noch nicht tun. Es ist so weit entfernt. Kann ich noch nicht tun.
erzähl nicht so viel Metall, ist voll, wir trinken ein Schlückchen rum. Und dann passt es schon. Oh ja. Das nee. Ist zu weit entfernt. Ja, ich hasse diesen Fusel. Okay. Jetzt ist. Oh je. Yeah. Die Kamera dreht sich schon mal heftig um. Ah, Captain Garvey. Und wie sieht der aus? Ganz cooles Charaktermodell, oder? Fand ich sehr hübsches Charaktermodell, ehrlich. War gut. Also was wir wegschmeißen. Irgendwas, irgendein Kack. Ich hab keinen Kack. Das ist mich. Wie keiner. Oh Mann. So, der Mana-Trank. Und weg damit. Was haben wir? Den Kriegsbemalungsgott? Gürtelpunkt, ja. Den ziehe ich auch an. Ja, ja. Und auf die 1,35, sorry. Scheiße drauf. Und die guten Mystiker-Armschienen nehme ich auch mit. Jetzt gucken wir noch, was es hier oben gibt. Küchenchef Tofus. Okay, mein Freund, du könntest zwar nichts dafür, aber. Ja, und wenn so jemand mit seinem Liebe von hinten das Essen zubereitet, der hat ein gutes Charaktermodell, oder? Voll cool. Also, gehen wir wieder raus. Tony, Zweihauer, da bist du ja, mein Freund. Hey, oh Mann, hat Flunkerblick euch geschickt? Gut, gut, ihr habt das Geld dabei. Nein? Was ist mit den Gewehren? Ja, was für Gewehre? Was? Glaubt Flunkerblick etwa, dass eine Meuterei so einfach und so billig ist? Egal, Mann, das wird schon hinhauen. Zunächst brauchen wir Geld. Captain Garvey hordert gern die Schätze, die wir erbeutet haben. Mit diesem Geld könnten wir meine handverlesenen Meuterer bezahlen. Der Schatz befindet sich direkt vor den Baracken hier. Ihr müsst euch um Captain Garveys Schatzmeister kümmern. Allerdings lässt sich Glomp nicht so einfach rumschubsen. Glaub mir, ich bin schon mal geschubst. Sagen wir, den haut nicht so schnell um. Mhm. Alles klar, Problem gelegt. Erledigt. Mal wieder reingehen. Ne, das war früher, war das mal schwer, natürlich, da hatte Plomb und so, aber inzwischen. Puh. Habt ihr das Gold? Das Geld reicht allemal, um die Köpfe und Herzen der hirnlosen und herzlosen Halsabschneider zu gewinnen. Sieh mal, wir sind steinreich. Für eine Meuterei braucht man zuerst Geld. Wenn man das Geld hat, bekommt man die Macht. Holen wir uns die Machtblut. Für jede gute Meuterei braucht man ordentlich Feuerkraft. Captain Garvey beansprucht die besten Schusswaffen für sich. Eine ganze Ladung schwerer zwergischer Steinschlossbüchsen. Er lagert sie bei sich im anderen Gebäude auf der anderen Seite der Insel. Bringt mir 6 dieser Büchsen und ich gebe sie an meinen zukünftigen Offiziere weiter. Na toll. Das ist zu weit. Ich brauche mehr Wut. Der gute Captain. Captain Garvey. Nicht mehr gut. Oha. Hole in one. Diesmal haben wir gleich erwischt. Perfekt. Also nichts wie weiter.
Damit wir auch eine anständige Meuterei mal machen können hier. Gewehrmann, habt ihr sie? Klar. Toni schnappt sich eine der Waffen und schaut durch den Lauf. Oh, sehr schön. Glänzend. Laut. Die können sich sehen lassen. Es bleibt nicht mehr viel zu tun, bis wir alles soweit haben. Nun zum schönsten Teil einer Meuterei. Dem Abmurksten. Piraten interessieren sich nicht so sehr für die Frage, wer das Sagen haben soll, sondern es geht ihnen nur darum, wer das Schiff beherrscht. Im Ostende dieser Insel liegt die Dolch der Maid, das alte Flaggschiff von Captain Garvey. Er hat die Aufsicht dem Offizier überlassen, dem er am meisten vertraut. Alicia Cuthbert. Sobald wir sie erledigt haben, gehört das Schiff uns und damit auch das Meer. Ich gebe meinen Männern den Befehl, in die Boote zu steigen. Ihr müsst an Bord der Dolch gehen und an Deck in dieses Horn tuten. Das wird unser Signal sein, das Schiff zu kapern. Yippie. Sollen wir irgendwas hier wegmachen? Ja, diese Heiltränke, die will auch, die will keiner haben. Fleischschenkel ist auch so, was es braucht. Niemand. Geh nochmal. So lange so rumschreien, wir sollen die Schnauze halten. Was die alle warum dabei haben immer, ey. Ein guter Schuss Jamaika, warum? Okay, dann tun wir mal. Meuterei! Hey. Auf geht's, Kameraden. Nehmt das Schiff und lasst keine Gnade walten. Oh, ja, lassen wir nicht. Hier geht's runter und ich finde das so cool. Ja. Kennt ihr das? Als kleines Kind habe ich immer gern so gezeichnet, so einen Schiffsbau. Ja, wo praktisch dann ich innen gesagt habe, okay, pf, hier sind die Kajüten. Hat zum Schiffsding gemacht. Ja. Voll. Cool, Mann. Ich hätte jetzt wissen müssen, dass ihr dahinter steckt. Zwei Heurer. Greift diesen Verräter an. Captain Garvey wird davon hören. Naja. Vermute ich mal. Okay, Freunde, auf jeden Fall. Wir haben das Schiff hier jetzt erobert, sehr cool. Aber jetzt geht's für uns zurück. Noch die beiden anderen Quests machen. Und dann können wir auch zurückpocken. Nach Ratchet. Yeah. Also ich selber bin ja stolzer Besitzer zweier Schwerter. Zum einen habe ich das Master-Schwert von Zelda. Ja, habe ich echt billig bekommen und habe es selber komplett neu angemalt. Und ich habe es komplett selber bemalt. Nochmal, ich habe die schwarze Version und ja, ich habe das selber gemacht. Sieht sehr geil aus. Ich schaue es gerade an, vielleicht stelle ich mal ein Bild rein davon oder so. Also richtig, richtig was Gescheites. Ja. Und das andere Schwert ist, oh Gott, wie heißt nochmal, von Herr der Ringe, das Schwert von Aragorn, ganz am Schluss, ist es nicht Erendil, geschmiedet aus den Bruchstücken von Narsil,
Nee, nein, stimmt nicht. Nasil habe ich, genau. Das, wo noch keine Runen drauf hat. Ja, Nasil, genau. Ja, mit dem Saurons Pfoten abgeschnitten wurden. Das ist cool, aber das sind solche Schwerter. Das ist wieder so eine Geschichte. Richtige Schwerter. Die waren, wie soll ich sagen, anders. Die waren, ja, die waren biegsam, die waren leicht, ja, die konnte man echt benutzen im Kampf. Ja, und diese Schauschwerter und so, ja, die sind ja total unbalanciert. Ey, Junge. Unbalanciert und alles. Das war das Problem dabei. Und da gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Das Schwert. Oh mein Gott, warte mal, Leute. Ich muss noch einen abmunzen schnell. Was ist passiert? Ich bin Level 20 geworden. Perfekt. Okay. Oh ja. Das haben wir doch geschafft, oder? Ich gebe meinen Männern den Befehl, in die Boote zu steigen. Ihr müsst an Bord der Dolch gehen und entdeckt dieses Horntuten. Das wird unser Signal sein, das Schiff zu kapern. Yippie. Blödsinn, mach das Ding weg. Hier, lernt reiten. Das war das Quest. Es wird Zeit, dass ihr das Reiten erlernt. Besucht Kilda im Tal der Ehre in Orgrimmar. Vergesst nicht, ein Reittier zu erwerben, wenn ihr dort seid. Oh ja, selbstverständlich machen wir das. Inventar ist voll. So, okay. Klar, wir können schon reiten, Gott sei Dank. Aber dann können wir reiten, was wir möchten. Und sind nicht mehr angewiesen auf diese Peinlichkeit, ja? Weil wir schon mit so einem peinlichen Ding da fahren. Okay, jetzt müsste hier vorne irgendwo der Kopf da aufgespießt sein. Was weiß ich wo? Ah, da oben. Taube oder was? Oder sowas. Muschelfleisch, Griechefleisch. Komm, mach mal das Griechefleisch weg. Da wüsste ich jetzt auch nichts, was wir mit Griechefleisch machen sollten. Können wir die Quests abgeben? Und das machen wir auch noch. Und dann ist die Folge nämlich auch vorbei. Und wir hatten richtig Spaß in einer halben Stunde hier beim Flügel Island. Ja, da komm nur herein. Ein bisschen was verkaufen mal. Ich überlege gerade, ob wir nicht lieber den Arkanitschnitter einziehen sollen. Aber ganz ehrlich, Leute, ich sag euch. Es ist so scheißegal. Absolut, es ist sowas von Strunzpiepen, egal was wir anhaben und was wir nicht anhaben. Wir merken, hier in dieser Levelphase ist sowieso kein Unterschied. Ey, das ist total lustig. Captain Talos, mit Talothas Blenzer. Füllt meine Hände mit Medaillen, was von ihren Toten, damit ich weiß, dass meine gefallenen Freibeute gerecht worden sind. Na klar. Ich sehe, ihr habt den selbstherrlichen Konteradmiral leiden lassen, wie auch ich gelitten habe. Vielleicht wird dieser Schlag die Entschlossenheit in Nordwacht schwächen. Sein Vorrat an neuen Rekruten scheint unerschöpflich zu sein, aber der Verlust seiner obersten Leutnants wird ihn für eine gewisse Zeit schwächen. Oder ganz ehrlich, gibt's da unten das Schloss gar nicht mehr? Gibt's gar nicht mehr die Burg, oder? Ich glaube, diese Quests in der Burg, die gibt's gar nicht mehr. Was hab ich die gemacht immer früher? Okay, das. Ey, hab ich schon. Seit dem Kataklysmus das nicht mehr gespielt, dass ich das noch weiß. Ey, brutal, Leute. Ey, brutal. Sag mal. Hardcore. Geh mal den Auspuff an.
gesprochen. Okay, Werftmeister Flohproblem. Nun, Meuterei mal an. Ist das die Dolch der Maid, die dort in der Entfernung den Anker lichtet? Habt ihr etwas damit zu schaffen? Na klar. Schmeißt Tony dort also jetzt denn also den Laden? Gut. Wir brauchen in diesen Gewässern mehr Piraten wie ihn. Er ist ein echter Geschäftsmann. Flunkeblick reibt sein Handy gierig aneinander. Er hat auch die gute Waffe Nagelbrett, wo wir vom Geschäft reden. Ich schätze, ich bin euch einen Anteil schuldig. Wärt ihr daran interessiert, einen Teil eurer Beute zu versichern? Man weiß nie, was in einer Stadt wie dieser geschieht. Ich will überhaupt dir nichts versichern. Oh, was Blaues sogar. Und es bringt mir nichts. Toll. Das freut mich, dass es mir nichts bringt. Leid, ehrlich. Ich bin nicht mal den Junggesellen drin. Verdammt nochmal. Grandios, Gassler wird mich fürstlich belohnen. Und ich belohne euch. Weniger fürstlich, versteht sich. Schließlich muss ein Kumpel in der Seele bleiben, versteht ihr? Ich belohne euch. Weniger fürstlich, natürlich. Ja klar. War weniger fürstlich. Cool, Mann. Ey, geil. Okay, Kaslow. Nun. Cabo Mizio. Ha, sehr gut gemacht, Brute. Diese Idioten von der Allianz werden das niemals zu mir zurückverfolgen können. Inzwischen heißt es wieder zurück zur Tagesordnung. Schmuckel, doppelte Spielchen und Wucher. Ich habe viel nachzuholen. Ihr hier habt ja einen Anteil von meinem Gewinn. Viel Spaß damit. Ja. Yeah. Mächtige Kriegshandschuhe. Mit Ausdauer, was kein Mensch braucht. Stärke braucht man eher, aber... Pff. Jetzt hier. Eine äußerst ungewöhnliche Karte. War Baron Küstenschiffer noch am Leben? Habt ihr das für mich? Ja, ich meine, wir hätten sie mal auch durch das Funkgerät sagen können, aber... Tja. Was ist das? Ich schicke euch los, meinen Schatz zu finden, und ihr bringt mir einen verlausten Kopf. Ja. Gesucht, Captain Garvey. Was geht ab? Kann ich euch irgendwie helfen? Habt ihr Waren zu verschiffen? Oder vielleicht einen Ingenieursjob? Na, ah, so eine Art Geschäft also. Wisst ihr, diese Piraten passen immer aufeinander auf. Kaum ist Baron Küstenschipper hinter Schloss und Riegel, kommt dieser Bursche Garvey daher, um Rache zu nehmen. Meint ihr, jemand wird herkommen, um Garvey zu rächen? Vielleicht sollte ich euch schon mal einen Vorschuss dafür geben. Was hat denn der? Ey, da kriegt man Leder oder was? Und sonst nix? Ey, vergiss das Zeug. Mein Gott. Wir nehmen die Waffe. Verteufelt noch eins, ihr hattet recht. Auf die Kopfhaut ist eine Karte tätowiert. Dieser verfluchte Baron hat meinen Schatz direkt unter meine Nase vergraben. Oder über meinem Kopf. Diese Karte deutet auf einen Ort an den Steilufern über Ratchet im Süden. Folgt der Straße nach Westen aus der Stadt. Begebt euch auf den Hügel, geht nach Süden. Dann lauft zurück zur Küste und sucht nach dem riesigen Baum, von dem aus man die Bucht überblickt. Schnappt euch meinen Schatz und ich werde ihn mit euch teilen. Das sollen wir alles machen. Machen wir. Aber in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis dahin. Ciao.